Und zwar heißt das Video Corona-Hammer. Olaf Scholz rutscht die Wahrheit raus. Es war eine unglaubliche Manipulation, die von den Medien viel zu wenig hinterfragt wurde. Am 12.12. rausgehauen, also vor 4 Tagen, und hat schon 1,1 Millionen Klicks. Warum ist es nicht in den Trends? Das frage ich mich auch, Bro. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. So, ich habe noch ein zweites Video am Start hier. Interessantes Video. Die ersten 58 Sekunden habe ich mir schon reingezogen. Am 12.12. rausgehauen, also vor 4 Tagen. Und hat schon 1,1 Millionen Klicks. Und zwar heißt das Video Corona-Hammer. Olaf Scholz rutscht die Wahrheit raus. Haben Sie... Da hat einer eine sehr gute Frage gestellt. Goodfellas7, warum ist es nicht in den Trends? Das frage ich mich auch, Bro. Während der Krise auch gehört, dass es durch Corona zu Schulschließungen kam oder dass Corona-Maßnahmen in die Wege geleitet wurden oder dass es eine Ausgangssperre gab. In diesem Video, da werde ich Ihnen verraten, warum alles, was ich jetzt gesagt habe, manipulativ und journalistisch höchst fragwürdig ist. Mein Name ist Martin Werle, ich bin Autor des gerade erschienenen Buches »Den Netten beißen die Hunde« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres begleitet und unterstützt. In diesem Video werde ich Ihnen eine Aussage von Olaf Scholz präsentieren, die mich vom Hocker gehauen hat. Das, was ich zitiere, das hat er damals als Vizekanzler wirklich gesagt. Es war eine unglaubliche Manipulation, die von den Medien viel zu wenig hinterfragt wurde. Bestimmt ist Ihnen schon aufgefallen, dass einige Politiker mit ihrer Sprache gern die Realität verschleiern. Ich mag den Bre auch, also ich mag es, ihm zuzuhören. Ich habe mir vor 2 Tagen oder so, habe ich mir schon mal ein Video von ihm reingezogen. Und wer kennt den, Bruder? Ich finde den auf jeden Fall sehr, sehr angenehm zum Zuhören. Diese Manipulation, die ging schon vor der Corona-Krise los. Natürlich klingt es besser, wenn man nur von Kurzarbeit Null spricht, statt den Begriff Arbeitslosigkeit in den Mund zu nehmen. Natürlich klingt es besser, wenn man von einer Friedensmission spricht, statt das Wort Krieg auszusprechen. Und ABC-Waffen, das klingt nach Grundschule und Alphabet und nicht nach Strahlentod, nicht nach Massenvernichtung, nicht nach dem Töten unschuldiger Zivilisten. Die Aufgabe von Journalisten ist es, solche Formulierungen als Schönfärberei und Manipulation zu entlarven. Keinesfalls darf dieser Käse 1:1 übernommen werden. Aber genau das ist in der Corona-Zeit viel zu oft passiert. Der Journalismus hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, ehe ich auf Scholz und seinen Corona-Hammer zurückkomme und ich Ihnen auch sage, warum das Wort Impfgegner völlig unangemessen ist. Immer wieder taucht der... Das sind schöne, schöne, klare Worte, die er halt findet, so weißt du, wie ich meine? Corona-Maßnahmen in den Schlagzeilen auf. Wenn eine nächtliche Ausgangssperre erlassen wurde, wenn ein Geschäft geschlossen wurde, wenn Menschen ihre Berufe nicht mehr frei ausüben durften, wenn eine Kirche zugesperrt wurde oder eine Schule geschlossen, dann war das eine Corona-Maßnahme. Wenn man seine sterbenden Eltern auf der Intensivstation nicht mehr besuchen durfte, eine Corona-Maßnahme. Wenn man seinen Zweitwohnsitz nicht mehr betreten durfte, eine Corona-Maßnahme. Wenn keine Demo auf der Straße mehr durchführbar war, eine Corona-Maßnahme. Wenn man nur noch mit 2G in ein Lokal durfte, eine Corona-Maßnahme. Merken Sie, woher der Wind der Manipulation weht? Der Begriff Corona-Maßnahme, der verknüpft 2 Begriffe, die in keinem aktiven Zusammenhang stehen. Es gibt Corona, das ist das eine, und es gibt die Maßnahmen, das ist das andere. Corona kam über uns wie eine Naturgewalt, aber diese Maßnahmen, die sind eben keine Naturgewalt, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern diese Maßnahmen, die basieren auf politischen Entscheidungen. Dahinter steht ein menschlicher Wille. Ehe der kleinen Blumenhändlerin ihr Geschäft zugeschlossen wurde, müssen Politiker entschieden haben, dass es zu dieser Maßnahme kommt. Ehe die Krankenhäuser keine Besucher mehr reinließen, auch nicht zu Schwerkranken, müssen die Politiker diese Maßnahmen beschlossen haben. Und ehe an einigen Orten 2G, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, eingeführt wurde, müssen Politiker diese Maßnahmen beschlossen haben. Wer also von Corona-Maßnahmen spricht, und ich selbst habe das auch schon getan, der muss sich als Journalist für einen schlampigen Umgang mit der Sprache kritisieren lassen. Denn der Begriff Corona-Maßnahmen,
der verschleiert, wer die Verantwortung für diese Maßnahmen trägt. Das war eben nicht Corona, das waren die politisch Verantwortlichen. Guter Journalismus, der trägt nicht zum Verschleiern, sondern zum Aufdecken bei. Statt Corona-Maßnahmen hätte es also heißen müssen, die Kabinettsbeschlüsse zu Corona. Dann wäre klar geworden, wer hier agiert. Ich komme gleich darauf zurück, wenn ich das unglaubliche Scholz-Zitat kommentiere und das Wort Impfgegner mal für Sie auseinandernehme. In vielen Berichten ist mir aufgefallen, dass die Corona-Krise als handelnde Person beschrieben wurde. Das klang dann in etwa so. Durch die Corona-Krise kam es zu Schulschließungen. Oder die Corona-Krise hat für eine Pleitewelle gesorgt. Oder durch die Pandemie sind immer mehr Kinder psychisch krank. Lassen Sie uns diese Sätze einmal durchgehen. Durch die Corona-Krise kam es zu Schulschließungen. Wird halt alles auf Corona geschoben und vergessen, dass Menschen entschieden haben, was gemacht wird und was nicht, ne? Krass. Also das ist schon krass, wie er das so ausspricht. Das hat man so vielleicht auch selbst ich gar nicht richtig vor Augen gehabt, ne? Wer war es denn in der Corona-Krise, der den Schlüssel in die Hand genommen und die Schulen verschlossen hat? Nein, das war nicht die Krise, das waren Politiker. Sie haben sich dafür entschieden, die Schulen zu schließen. Vielleicht war das richtig, vielleicht war das falsch. Ich möchte mir da gar kein Urteil anmaßen. Aber ganz sicher war es eine politische Entscheidung und keine zwangsläufige Folge der Corona-Krise. Oder die Corona-Krise hat für eine Pleitewelle gesorgt. Was für ein Unfug! Auch in der Corona-Krise hatten die Menschen Hunger, auch in der Corona-Krise wollten sie Blumen kaufen, auch in der Corona-Krise hätten sie sich gern massieren lassen oder sie wären zum Friseur gegangen. All das wurde nicht durch Corona verhindert, sondern es wurde durch Beschlüsse verhindert, die Politiker gefällt haben. Vielleicht war das richtig, vielleicht war das falsch, aber ganz sicher war es eine politische Entscheidung und keine zwangsläufige Folge der Corona-Krise. Oder durch die Pandemie sind immer mehr Kinder psychisch krank. Das würde heißen, dass Corona viele Kinder getroffen und ihre Köpfe krank gemacht hat. Aber das stimmt ja gar nicht. Kinder sind nur selten an Corona erkrankt und die allermeisten mit leichten Verläufen. Nein, gemeint war vielmehr, die Kinder sind krank, weil sie so lange zu Hause bleiben mussten. Die Kinder sind krank, weil sie so lange nicht in die Schule durften. Die Kinder sind krank, weil sie so lange nicht mit ihren Freunden spielen durften. Und die Kinder sind krank, weil sie so lange ein Klima der Angst eingeatmet haben. All das wurde. So hat man halt die ganze Zeit das Gefühl, okay, Corona ist für das alles schuld. Corona hat das gemacht und das ist schon krass, weil am Ende des Tages dann, wer muss sich dann gerade machen? Corona als Virus kann sich nicht gerade machen. Weißt du, wie ich meine? Und die Politiker wollen sich dann wahrscheinlich nicht gerade machen. Deswegen wird dieses Spiel so getrieben. Ich finde es geil, dass jemand da sitzt und das mal so klar ausspricht und den Leuten mal diese Perspektive auch gibt. So unabhängig davon, ob es rechtens ist oder nicht, einfach zu sagen, dass das nicht durch Corona entstanden ist, sondern durch Menschen, die Entscheidungen getroffen haben. Und Menschen, die Entscheidungen treffen, können öfter mal auch in Interessenskonflikte reingeraten. Und diese Entscheidung wird dann vielleicht nicht immer nur nach dem Wohlergehen der Menschen getroffen. So vor allen Dingen in der Politik, das haben wir in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Und ich finde es gut, dass er das so klar auch mal den Leuten klar macht, so vor Augen hält, weißt du? Von Corona erzeugt, sondern von der Politik und von der Gesellschaft, also auch von uns allen. Die Politik hat Schulen geschlossen, hat Kontaktbeschränkungen erlassen und die Medien und die Gesellschaft, die haben pausenlos die Alarmglocken ringen lassen. Nicht die Pandemie hat die Kinder krank gemacht, sondern unser Umgang mit der Pandemie. Und jetzt komme ich zu der Aussage, die Olaf Scholz damals noch als Vizekanzler in einer Pressekonferenz am 15. April 2020 gemacht hat. Diese Aussage ist für mich ein Musterbeispiel für Verschleierung. Olaf Scholz sagte, wir bewegen uns in eine neue Normalität, eine Normalität, die nicht kurz sein wird, sondern die längere Zeit anhalten wird, bis es uns gelungen ist, bessere therapeutische Möglichkeiten zu haben und auch Impfstoffe zu besitzen, die uns helfen, die Ausbreitung der Pandemie in Deutschland und andernorts zu verhindern. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen.
Eine absolute Ausnahmesituation wird mal eben zur neuen Normalität erklärt. Dann ist es eben normal, wenn man seine Freunde nicht mehr treffen kann, normal, wenn man seinen Beruf nicht mehr ausüben darf, normal, wenn man nicht mehr in die Kirche darf, normal, wenn man seine Eltern nicht mehr sehen darf, nicht mal mehr auf dem Sterbebett, normal, wenn man sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt, unnormal, wenn man erst ein paar Verordnungen lesen muss, um festzustellen, dass die Grundrechte nicht mehr gelten. Die Extremsituation, die wird zur Normalität erklärt, ein wunderbarer Taschenspielertrick. Nun ist jeder, der sich gegen diese neue Normalität zur Wehr setzt, eben nicht normal, sprich verrückt. Genau diese Haltung wurde dann im Umgang mit Menschen an den Tag gelegt, die mit dem Aussetzen ihrer Grundrechte nicht einverstanden waren. Sofort wurden alle in einen Sack gesteckt und als Corona-Leugner verunglimpft. Das ist sogar in Qualitätsmedien passiert, und zwar auch Menschen, die Corona mit keinem Wort geleugnet haben, sondern Menschen, die nur kritisch gefragt haben, ob die Grundrechte denn in diesem Umfang ausgesetzt werden müssen. Ob denn wirklich die Umgehung der Parlamente noch ein richtig demokratischer Weg ist und ob denn wirklich die psychischen Folgeschäden, zum Beispiel bei Kindern und Arbeitslosen, die in die Pleite driften, ob diese Folgen denn wirklich in einem gesunden Verhältnis zu allen Maßnahmen stünden. Man kann da durchaus geteilter Meinung sein, aber es macht eine Demokratie doch gerade aus, dass unterschiedliche Standpunkte aufeinandertreffen und diskutiert werden. Aber genau eine solche Diskussion ist nicht mehr möglich, wenn durch sprachliche Manipulation der Eindruck erweckt wird, Corona-Maßnahmen werden durch Corona gefordert, sind also alternativlos, dann haben wir uns jetzt mit einer neuen Normalität einzurichten. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Journalisten diese sprachliche Verschleierung enthüllen, und ich hätte erwartet, dass sie solche Formulierungen aus Politikermündern niemals eins zu eins übernehmen. Da klangen zu viele Berichte zu Corona, als wären sie vom Pressestab des Bundeskanzleramtes formuliert worden. Unter anderem wurde auch der Begriff Ausgangssperre viel zu unkritisch übernommen. Denn die Forschung weiß schon längst, dass ein menschliches Gehirn die Verneinungen der Sprache überhört. Von Ausgangssperre bleibt vor allem das Wort Ausgang im ersten Satzteil hängen. Dabei handelt es sich um ein Einsperren, einen Hausarrest. Das hätten Journalisten in eigenen Worten benennen müssen, statt es papageienhaft zu wiederholen. Oder warum werden Menschen... Das ist krass, ne? Das denkt man manchmal gar nicht, was für so kleine Wortänderungen oder für so kleine Wortspiele, was das für einen Einfluss auf unsere Psyche haben kann, wie wir Dinge wahrnehmen und aufnehmen, so, ne? Impfung persönlich ablehnen als Impfgegner bezeichnet. Ein Gegner, das ist jemand, der sich aktiv gegen eine Sache wendet, der gegen die Sache kämpft. Aber wenn ich keinen Spinat esse, bin ich noch lange kein Spinatgegner. Und wenn ich keine Thriller mag, bin ich noch lange kein Thrillergegner. Ich habe mich impfen lassen aus ganz persönlichen Gründen, aber deshalb möchte ich noch lange nicht von anderen als Impffreund bezeichnet werden. Und wenn sich jemand nicht impfen lässt, vielleicht ebenfalls aus ganz persönlichen, respektablen Gründen, ist der Begriff Impfgegner für ihn völlig unangemessen. Aber das Wort Gegner verfolgt natürlich einen Zweck. Es lädt dazu ein, jemanden in eine bestimmte Ecke zu drücken, Feindbild zu schaffen, auf ihn einzuknüppeln. Medien haben dieses Spiel leider unkritisch unterstützt. Wer dagegen aktiv auf die Straße geht und gegen die Impfung demonstriert, der darf auch als Impfgegner bezeichnet werden, eben weil er sich entsprechend verhält. So viel Differenzierung hätte der Berichterstattung gut getan. Und so viel Differenzierung, die hätte dazu beigetragen, dass die Gräben im Land nicht so sehr vertieft werden. Denn es braucht mehr Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, nicht noch mehr Lager. Aber zum Glück hat der Journalismus nicht komplett versagt. Einige Journalisten haben Mut und Verstand bewiesen, zum Beispiel der vorzügliche Kommentator Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung. Er hat es gewagt, die Selbstverständlichkeit, mit der Grundrechte eingeschränkt wurden, in Frage zu stellen. Er hat sich mit dieser angeblich neuen Normalität eben nicht abgefunden, sondern den leichtfertigen Umgang mit Grundrechten kritisiert. Er hat immer wieder betont, dass Grundrechte gerade für schlechte Zeiten erlassen wurden und nicht um in diesen Zeiten mit lapidarem Hinweis auf eine neue Normalität einkassiert zu werden. Und auch Markus Lanz rechne ich hoch an, dass er an seiner Talkshow kontroverse Diskussionen über Corona ermöglicht hat, statt nur die regierungskonformen Positionen zu vertreten und ihnen ein Forum zu geben. Genau das soll der Journalismus ja. Er soll Entscheidungen von Regierungen hinterfragen, statt sie wie ein Sprachrohr hinaus ins Land zu rufen.
Eine Entscheidung muss nicht falsch sein, nur weil sie von einer Regierung kommt, aber genauso wenig muss sie deshalb richtig sein. Doch damit, dass sie einfach ihren Job gut gemacht haben, damit ragen Prantl und Lanz aus der Journalistenmasse wie Leuchttürme hervor. Ansonsten war es zu viel. Da, weißt du, wie ich meine, bei diesem allen, was passiert und auch schon passiert ist in der Vergangenheit, kann man es doch keinem Menschen mehr übel nehmen, wenn er das Vertrauen in diese ganzen Dinge einfach verloren hat. Ich meine jetzt Politik und auch Journalismus so, weißt du, wie ich meine? Das kann man doch einem Menschen nicht übel nehmen, dass er generell sein Vertrauen diesen Medien und diesen Regierungen gegenüber verloren hat, wenn man immer wieder sieht, was für eine Scheiße da getrieben wird, weißt du, wie wir manipuliert und verarscht werden, Digga. Das sage ich als jemand, der seit über 30 Jahren mit dem Journalismus seine Brötchen verdient. Für die nächste Krise, da wünsche ich mir, dass die Scheinwerfer der journalistischen Aufklärung sich auch auf die Sprache der Politiker richten. Denn Sprache ist das Haus des Denkens, wie es ist halt so ein Zusammenspiel aus so vielen Faktoren, weißt du? Wenn der Journalismus anders wäre und die Politik öfters konfrontieren würde, dann würde die Politik vielleicht auch mal einige Dinge eingestehen, Fehler zugeben und Dinge besser machen, weißt du, wie ich meine so? Aber wenn alles gleichgeschaltet in eine Richtung ist und die einen nur das wiedergeben, was die anderen sagen, dann wird es doch für immer so weiterlaufen. Am Ende des Tages wird es bei uns hängen bleiben, weil wir sind das Volk. Wir sind die Leute, die dann damit klarkommen müssen. So, weißt du, wie ich meine? Und dann müssen wir halt irgendwann auch mal sagen, nee, das machen wir jetzt nicht mehr mit. So, es muss sich jetzt grundlegend was verändern oder wir gehen in die Barrikade rein. Klingt hart, aber es ist so. Philosoph Martin Heidegger sagte, und wer ein Haus aus Halbwahrheiten errichtet, der fängt immer bei der Sprache an. Ich wünsche mir, dass eine solche Manipulation von den Medien früher durchschaut und nie mehr zugelassen wird. Schauen Sie unbedingt noch mein Video, in dem ich auspacke, was in der Corona-Krise wirklich passiert ist. Ich wette, Ihnen werden die Haare zu Berge stehen. Klicken Sie in der Infobox oder wir blenden das Video gleich noch ein. Und jetzt schenke ich Ihnen noch etwas sehr Wertvolles, nämlich mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Darin mit der Dare Brother wäre auch, also den hätte ich gerne damals auch als Professor gehabt, so richtig angenehm. Der kann auch gut Interesse wecken, ne? Auch mit seiner Gestik und Mimik und so. Man kann ihm gut zuhören. Aber auf jeden Fall sehr interessantes, informatives Video, wo ich viel draus gelernt habe. Beziehungsweise ich finde es gut, dass mal jemand so klare Worte auch spricht in die Richtung.